Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu unserer sechsten Folge unseres Let's Plays Bioshock Universalis 4. Wir sind gerade noch mitten im Krieg gegen den Papal State. Ich sehe gerade, ich habe noch einen freien Diplomaten, den sollten wir einsetzen. Wo setzen wir den ein? Wir versuchen uns Freunde zu machen. Ravenburg. Gut. Was ich letztens, eigentlich jetzt gerade eben erst bemerkt habe oder mir wieder eingefallen ist, das Problem mit dem Vatikanstadt ist, die haben hier in Avignon auch noch ein Fort. Ich hoffe, wir können diese drei Gebiete, auf die wir auch ein Claim haben, tatsächlich erringen. Und was ich wirklich gern machen würde, wäre Avignon vom Papststadt lossagen. Da gibt es einen eigenen, könnte Avignon freisetzen. Das wäre ziemlich cool, wenn wir das könnten. Weil dann hätten wir beim nächsten Krieg mit dem Papst, und wir werden auf jeden Fall einen nächsten Krieg mit dem Papst haben, weniger Probleme. Ebenfalls wäre es vielleicht interessant, Siena als Vasallen zu bekommen. Weil wenn wir Siena als Vasallen haben, könnte Siena vielleicht Rom fordern. Also einen Claim auf Rom machen. Das wäre absolut genial. Dann könnten wir nämlich in einem Krieg Rom an Siena geben und Umbrien erobern. Und damit hätten wir schon fast, also schon im zweiten Krieg quasi, die Italiener unter unsere Knute gebracht. Dann würden uns nur noch Friaul fehlen, aber das sollte sowieso kein Problem mehr sein, nachdem Venedig jetzt schon mehrfach eine auf den Deckel gekriegt hat. Das heißt, im nächsten Konflikt werden wir gegen Venedig überhaupt keine Probleme mehr haben, wahrscheinlich. Schauen wir mal, wie das läuft. Jetzt lassen wir mal das Spiel ablaufen. Schauen wir mal weiter. So, können wir drucken wieder. Gut, wo ist der hin? Naja, genau, der geht nach Siena. Wir wollen schließlich Siena auch noch erobern. Schon gesagt, sein Team, das sind Truppen von Ferrara. Die haben ja keinen Krieg mehr mit uns, und noch ein paar Truppen vom Papst. Ist okay. Soll ja doch rumrennen, so viel auf ihn. Hier unten Gebiete zu haben, ist auch nicht schlecht, weil hier unten wird wahrscheinlich die Renaissance starten. Gibt es die schon? Ich glaube nicht, oder? Die wird noch nicht gestartet. Nein, da. Nein, noch keine Renaissance. Wäre natürlich super, wenn sie bei uns starten würde. Wenn wir da unten diese Gebiete hätten, rein theoretisch könnte sie bei uns starten. Ich weiß nicht genau, was man dafür machen muss. Päpstliche Truppen, wo sind die alle hin? Die Papsttruppen, da sind ja vorhin noch ein paar Leute rumgehangen. Wo sind die jetzt alle? Da ist der savoyanische Typ. Die müssen die doch sein, oder? Hey, Umbrien.
Achso, ich dachte Urbino. Naja, gut, bei Urbino haben wir erst nur 57%. Das heißt, das wird noch etwas dauern, bis wir die haben. Leider sind die flottenmäßig, der Papst ist flottenmäßig etwas besser aufgestellt als Venedig, beziehungsweise konzentrierter, sagen wir es mal so, flottenmäßig. War, glaube ich, Venedig stärker, aber irgendwie hat Venedig seine Flotte versteckt, weil sie auch gleichzeitig im Krieg mit den Osmanen waren. Das macht der Papst natürlich nicht. Und gegen die Papstschiffe kommen wir mit unseren Schipernakeln eigentlich nicht an. Wir haben da zu wenig. Drei leichte Schiffe, 5 Galleys und 8 Transporter gegenüber. 437. Ja, nein. Das wäre wahrscheinlich nicht Selbstmord, aber zumindest. So, was ist das? Das ist ein Dreierfonds, oder? Ja, das ist fürchterlich. Das ist ganz fürchterlich. Was macht der? Der geht nach Luca. Du gehst mal dann her, weil ich möchte nicht, dass du das Land plünderst. Immerhin werden wir dieses Land versuchen zu erobern. Geht nach Luca daher, also. Was ist das für ein Vor? Ist das ein 1er Vor? Yay, die 4000 Mann könnten da eigentlich rein theoretisch ein Schiff machen. Mal schauen. Irgendwo müssten da auch noch Truppen von Siena rumrennen. Wie viele Truppen hat Siena eigentlich? Ich hätte gerne noch vor einiges mal. 8000 Mann, das sehr viele sind das nicht. Mit den 16.000, die da rumhängen, werden wir das dann ja wohl irgendwie schaffen. Warte mal daher. Military Commander einsetzen. Der ist ja gar nicht so schlecht. Naja, okay. 1 und 1, was Fire und Schock betrifft, aber 4 Manöver, das heißt, der ist recht flott. Und 2 Siege. Ha! Den werden wir da herstellen. Läuft da weniger Gefahr, dass ihm irgendwas passiert, unserem lieben Herrscher. Und wir haben 2 Siegpunkte. Finde ich gut. So, und die Freunde, geht's jetzt mal darüber. Versucht's einmal, Siena zu erobern. Ah, da sind die 10.000 Mann vom Papst. Nein, das ist Ferrara, verdammt. Wieso ist Siena und Ferrara fast gleich vom Aussehen? Ich glaube, Siena ist weiß oben und schwarz unten. Das macht mich narrisch. Da haben wir 1000 Papsttruppen, die nach Ravensburg gehen. Warum? Das sind noch immer die Montferrat-Leute, aber die sind uns wurscht, weil die sind im Frieden mit uns mittlerweile. Oder? Ja, schon. Die sehen oder einfach nicht. Ich weiß nicht, wo sie sind. Who cares? Die Renaissance, ne? Wie ich gesagt habe, das kommt jetzt dann irgendwann einmal.
Interessant vielleicht, Leute, since the 14th century, the wealthy and powerful in the Italian city-states have been patronizing artists and scholars willing to explore the old Roman and Greek societies of their forefathers. As a cultural movement, the Renaissance already encompasses most of the region and has had a profound impact on literature, art, philosophy and music. Humanist scholars are also analyzing the society in which they live, comparing it to the ideal of the classical philosophers. At the turn of 1451, Renaissance humanism has grown into a more major movement, ready to permeate all aspects of society. A new idea of rulers, as well as those who are ruled, is spreading as quickly as the early printers can distribute copies of these new ideas. A true Renaissance humanist is an expert on everything from politics and philosophy to art, textual analysis, music and architecture. The Renaissance is now ready to reshape the world to better fit its classical ideas. Also so Typen wie Leonardo, Michelangelo, typische Renaissance-Menschen, die ein ziemlich universelles Wissen hatten und die der Meinung waren, dass durch Ausbildung und Wissen insgesamt die Menschheit besser gemacht wird. This changes everything. Das Problem ist, das ist eine Institution, das habe ich glaube ich noch nicht erklärt. Institutionen machen Folgendes. Wenn man sie eingeführt hat, also wenn das Land diese Institution übernommen hat, dann bekommt man gewisse Boni, aber solange man sie nicht übernommen hat, bekommt man jedes Jahr einen 1%igen Malus auf die Erforschung neuer Technologien, wenn man einfach geistig hinten nach ist, quasi, könnte man sagen. Es gibt mehrere solche Institutions, die starten. Das erste ist die Renaissance, weiß nicht, was danach kommt, Kolonialismus oder so irgendwas. Die starten jeweils an irgendeinem Punkt. Oh, Entschuldigung. Die starten an irgendeinem Punkt auf der Welt und von dort verbreitet sich das Ganze. Die Renaissance startet eigentlich, soweit ich weiß, immer in Italien. Ich weiß nicht, ob sie in einer Hauptstadt starten muss. Kann schon sein. Wenn wir uns gleich anschauen, wo sie startet. Auf jeden Fall eher in unserer Nähe. Wir sind dadurch etwas begünstigt. Weil als Nachbarländer können wir sie leichter kriegen. Okay. Safely arrived in Siena. Na, schauen wir mal. Hallo. Institution spread. In Venedig. Direkt benachbart bei uns. Da sind urviele Gebiete von uns davon schon betroffen. Das ist ja uncool. Uncool. Oh, weil die Nachbarprovinz. Hahaha. Das heißt, wir kriegen da noch schneller unsere Renaissance. Das 1,26 und das 0,06. Da haben wir currently spread by. Es gibt gewisse Provinzen, wo es schneller geht. In Venetien, Toskana und Flandern kriegt man mal einen Bonus von plus 0,87. Und weil es 20 Development hat, kriegen wir zweimal 0,08 dazu. So kommen wir auf die 1,26. Und Görz hat nur eine Development von 12. Das ist das hier. Und deswegen kriegen wir nur 0,06. Okay. Wie ist das mit Wien? Da war plus 0,21. In der Hauptstadt ist natürlich immer wichtig, dass man es möglichst schnell hat. In Tirol nur 0,07. Ja, das ist nur eine 15er Provinz. Wir wollen das schon noch weiter raufkriegen, weil wir haben ja gesagt, wir wollen das möglichst weit hinauftreiben.
10 und vielleicht machen wir es tatsächlich zu einer 20er Provinz. Jedes Mal, wenn wir Development machen, steigen wir da auch. Das heißt, wir sind ein bisschen schneller mit dem. Gut. Ich habe keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, was ich da tue im Übrigen. Ich mache es einfach, weil es einfach cool klingt. Sollten wir diese Gebiete erobern, da wird es auch schneller verbreitet. Und jetzt überhaupt noch, und so deswegen, weil die vielleicht auch... Na, doch nicht. Also da wird es besonders schnell verbreitet, weil es eine Nachbarprovinz noch dazu ist. Oder? Adjacent Province has Renaissance, genau. Also Treviso war eine gute Wahl, dass wir uns erobert haben. Na gut. Ich habe nicht den blassesten Schimmers, wo die ganzen Sehner-Typen sind. Die 10.000 Papst-Leute gehen nach Waldstätten. Wo ist Waldstätten? Da oben. Ich weiß nicht, was machen die da oben? Mit wem führen die Krieg noch? Führen die noch Krieg mit irgendjemandem anderem außer uns? Nein. Ich weiß nicht, warum die so komisch erratisch hin und her rennen. Naja, wurscht. Egal. So, ganz wichtig. Warum wir nicht so bald einnehmen? Also das ist ein Dreier vor. Wir haben minus 71% jetzt. No Seas. Vielleicht können wir da auch nicht 16.000 Mann stehen haben. Obwohl es ein Dreier vor 9.000 Mann brauchen wir hier. Lassen wir 10.000 Infanteristen da und die Kavallerie macht sowieso nichts. Diese Leute hier nur daher, weil erstens einmal können sie hier plündern und zweitens können sie sowohl nach Siena als auch nach Rom gehen, zu helfen, falls irgendjemand kommt und sie angreifen will. Ha, ich habe die sienischen Truppen gefunden. Da sind sie ja. Keine Ahnung, was die machen. Vielleicht gehen die wieder Richtung Wien, soll die machen. Hat zwar nicht sehr recht, dass man Wien in irgendeiner Weise beschädigt wird, aber was soll ich jetzt tun? Außerdem, ah, sie können Wien auch eingreifen. Behalten die im Blick, nicht dass sie einen Blödsinn machen. Ah, okay, na gut, das dürfte es machen. Prinz dürfte angreifen. Weckt Holz. Ich nehme mal an, euer Vor wird schneller fallen als Treviso. Ah, aber bin sicher, wir werden nicht. Jemand, der das gut kann, das belagern. Ah, aber sie fliehen eh schon wieder. Finde ich gut. Jetzt nach Tirol, die Kröten. Hm, Venedig hat die Renaissance embraced. Seht ihr? Ah, oh, da kommen die Dings, da kommen die her, um wieder Wien zu belagern. Ist okay, ich fürchte, wir müssen Wien dann irgendwann mal wieder befreien. Ah, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir nicht diese Gebiete davor erobern können. Das wäre supi. Vor allem Siena wäre super, wenn wir das vorher hätten. Nein, was heißt Force Breach? Seid ihr wahnsinnig? Schweiz will Tirol haben, sehr klar, jeder will Tirol haben. Tirol ist ein ziemlich wertvolles Gebiet.
Status quo, seid ihr blöd? Ja, minus 28%, sehr gut. Wie viele Tage dauert das? 30 Tage und das. 20 Tage, wieso sind die so gut? Wieso haben die da einen Belagerungsanführer? Was haben wir da für Typen? 3101 1121. Oh. No. Aber ich fürchte, Urbino können wir nicht in den Frieden zwingen, weil die sind nur Vasallen. Das heißt, mit dem können wir keinen Frieden schließen. Das heißt, wir müssen dann diese 16.000 Typen da vertreiben. In irgendeiner Form. Wir sind auf 0%. Sehr gut. Oh, das sind schon auf 7%. Bist du irre? Das geht auch flott dahin. Water Shortage, das gibt's ja wohl nicht, hier haben wir Glück. Da ist genau nichts weitergegangen bis jetzt, oder? Nein. Haben wir da nur zwei und solche Sachen gewürfelt? Okay, wisst ihr was? Hier, geht mal daher, pfeifen wir auf diese Belagerung. Wir müssen dann noch rauf und die Typen vertreiben dort. Komm, gib Gas. Vorhin haben wir einen Röster. Monate kannst du schon noch durchhalten, Wien. Oder? Nee, du failst mir jetzt. Okay, Gott sei Dank. Halt noch durch. Weil wenn wir dorthin kommen, wir sind nämlich, solange Wien noch in unserem Besitz ist, sind wir die Verteidiger, wenn wir dort reingehen. Okay. Und das ist Outbreak. Oder das ist Outbreak hier. Oder? Nein. Muss ich gewesen sein. So, warte mal. Wir könnten Technologie nehmen. Administrativ. Ja, machen wir. Noch haben wir keinen Penalty wegen der Renaissance. Gas, Uhr. Ah, okay. Das ist jetzt österreichisches Gebiet. Finde ich gut. Finde ich gut. Österreichisch. Oh, Gott sei Dank, wir haben noch ausgehalten. 14.000 und 2.000. Da ein bisschen mehr Pferde auf der Seite. Also ein bisschen stärker diese Armee, aber wir sind die Verteidiger. So gesehen. Das macht es wieder Bett. Ah, shit. Und ein guter Anführer. War jetzt Gott sei Dank auch nicht so wichtig.
So, wir können das zu einem Staat, zu einem Bundesstaat machen. Und das werden wir natürlich tun. Das ist ein starkes Gebiet. Es kostet uns zwar Geld, aber wir machen dadurch auch mehr Geld. So, wir haben hier 8,7 Unrest und da haben wir auch 8,7 Unrest. Geht das runter irgendwann nochmal? Ja. 13,5 durch Separatism. Da auch. Wir kümmern uns um diese Rebellen. Da haben wir die Rebellen 60%ige Wahrscheinlichkeit, dass sie sich erheben. Aber wir haben auch ein bisschen Zeit. Schlacht sogar gewonnen, bist du Ehre, damit habe ich nicht mehr gerechnet. So schlecht wie das ausgeschaut hat. So, dann machen wir natürlich folgendes. Kinderhunger sind da zwar ein bisschen unterbesetzt. Wo mögen die wohl hinrennen? Oh, die gehen nach Linz. Mit etwas Glück bleiben sie dort stehen. Ich fürchte nicht. So, das war das eine. Dann holen wir uns einen von den zwei Botschaftern zurück. Und machen mal Frieden mit Siena. Können wir dich als Vasallen nehmen? Das macht die Leute auch irgendwie unglücklich. Warum? Okay, was ist mit dem? Transfer Trade Power. Das kostet 30 Punkte End Rivalry. Bist du irre? Gut, wir wollen all dein Geld auf jeden Fall. Und deine Provinz ist uns wurscht. Puh. Das kostet uns. Das bringt uns Prestige. Kostet uns keine Diplomatiepunkte. Bringt uns Geld. Finde ich gut. Geld ist immer gut. Geld ist immer gut. Okay, gut, die sind also auch los. Die kämpfen nicht mehr gegen uns. Ah, die gehen wahrscheinlich nach Sundgau. Naja, ist mir wurscht. So, ihr. Linz wird sowieso zurückerobert durch das Fort in Wien automatisch. So, wir sollten auf jeden Fall keine Administrationspunkte mehr ausgeben. Das war ein Fehler, dass ich da die Forschung gekauft habe, weil wir werden die Administrationspunkte brauchen, um diese Gebiete zu koren, um quasi. Ha, Rubino ist endlich gefallen.
öfter mal heilen. Das kostet uns Unmengen an Geld, euch wieder gesund zu machen, gesund zu pflegen. Wieso sind wir jetzt auf minus 57%? Und ha, weil wir jetzt den Dings, weil wir unseren Herrscher haben, der plus 2 bietet. Cool. So, was machen wir jetzt mit diesen Schiffen? Wäre irgendwie schön, wenn jemand anderer auch noch den Papst den Krieg erklären würde. So, wir können jetzt Marktplätze aber bauen. So einen Tempel können wir bauen. Das ist ja noch besser als Marktplätze. In Wien bauen wir sowas auf jeden Fall mal. Das zahlt sich auf jeden Fall aus, in kurz oder lang. Ah, okay, wir sollten vielleicht, wir hätten vielleicht warten sollen, dass wir das High Income haben. Und dann werden die nämlich billiger. Okay, wir warten mit weiteren Gebäuden, aber in Wien hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, das ist recht teuer. So, na gut, das muss man nicht wirklich belagern. Wieso gehen die nach Trier? Was haben die vor? Na gut, was sie vorhaben, werden wir das nächste Mal sehen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.